Oh, ich weiß, woran es liegt. Was denn? Ich hatte da noch nicht alle Bänder umgedreht, ne? Ja. Jetzt werden Ja. welche nicht versorgt, ne? Ja. Okay, das erklärt einiges. Oh, ich sehe es. Ah, die laufen noch. Ja, alles klar. Besser? Sie Besser. laufen wieder. Oh, aber noch nicht ganz besser. Naja, du musst den Strom trotzdem erhöhen, ne? Ja, meinen unglaublichen Verbrauch, ne? Schon. Aber es sieht so schön aus, wie alles leuchtet. Was denn? Ganz schön groß geworden schon unser Lager hier, ne? Ja. Dadurch, dass wir die Produktion immer weiter nach unten verlagern Warum sollen. hat er keine Kohle? Sehr schön. Alter. Was denn? Es reicht immer noch nicht. Also doch, es reicht jetzt gerade so, aber. Ja. Gibt's eigentlich noch, kann man nicht irgendwie noch eine andere Energiequelle erforschen oder sowas? Nee. Atomreaktor oder so? Weiß ich gar nicht genau, um ehrlich zu sein, gerade. Wir könnten natürlich auch Festbrennstoff verbrennen, ne? Wofür? In den Dampfmaschinen. Statt Kohle? Hm? Festbrennstoff stellen wir auch schon ordentlich her.
eiskalt. Zeigen, was eiskalt ist? Hm? Nix, schon gut, alles gut. Oh oh. Okay, was können wir noch bauen? Ich bastel uns gerade die Modulrüstungen und so Nachtsichtgeräte und tragbare Solarmodul und Batterien. Aber prinzipiell haben wir jetzt erstmal alles außer Sprengstoff. Brauchen wir irgendwo für Sprengstoff? Sprengstoff produzieren wir schon für die Panzermunition. Okay. Dann. Nehmen wir alles her gerade, ne? Also alles, was wir brauchen. So, bisher ja, soweit. Aber ich habe ja die Forschung jetzt mal extrem vorangetrieben auch. Dann kommen wir bald ans Eingemachte, so zu sagen. Also so viel Munition ist in meinem Panzer aber nicht drin. Die werden ja nicht automatisch... doch. Mit? Rote Magazine fand ich ganz schön. Also ein paar war ja, das ja. 4, 5 Stacks oder so, ne? Ja. Ist doch nicht wenig. Ah. Alter Schwede, tut das weh. Nachtsichtgerät. Ja, du musst noch warten. Es fehlen noch die Batterien, die werden gerade erst erforscht. Also die Akkus quasi. Ja, sonst könnten wir eine Exkursion. Oh, ich hab schon Nachtsicht. Warum hast du schon Nachtsicht? Gute Frage. Eifersüchtig. Ja, weil mein... ja, die geht jetzt aber gleich weg, weil ich ja keine Batterie habe. Es ist nur quasi der Übergang zwischen... Licht muss schon an, aber noch scheint die Sonne, um Energie zu produzieren. Und jetzt ist die Sonne ganz weg und dann... Jetzt habe ich schon keine Nachtsicht mehr, aber wenn gleich die Batterien fertig sind, dann produziere ich uns welche, dann klappt das schon. Es gab keinen Crash. Und mit keinem Crash meinst du, es gab einen fetten Crash? Nein. Ach doch, es gab keinen. Okay, okay, es gab keinen. Ja, alles cool, easy. Also vielleicht kann ich genau zwei herstellen. Das ist natürlich nicer, nicer. Der Bahnhof ist aber schlecht gesetzt. So, du Herr, kommst du mal dann hier an die Kiste ran? Oh, du bist schon wieder unterwegs, ne? Kannst du jetzt an der Kiste alles rausholen da? Oh Gott! Was denn? Ich bin so untalentiert im Panzerfahren. Ach du Scheiße. Gut, dass ich nicht bei der Bundeswehr war. Da fährt man nicht nur Panzer. Alter, da fährt man aber nicht nur Panzer, ne? Wo bist du gegengefahren, dass dein Panzer so im Arsch ist? Gegen Zug, gegen Bäume. Gegen den Zug. Ah ja, da ich sehe schon den Schaden. Alter, dein Panzer ist fast im Arsch. Der andere Zug kommt noch nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter Schwede, was machst du denn für einen Scheiß? Ja, deine Waggon ist auch fast zerstört.
Oh, stimmt. Du kannst ja eine Ausrüstung da aus dem Dings nehmen, ne? Ja. Muss mal kurz gucken, ob ein Zug kommt. Das steht hier gerade noch. Es sind ja zwei inzwischen. Ja, der andere ist gerade nach Kupfer, zum Kupferding gefahren. Der Kohlezug ist erstmal wieder repariert. Weißt du, wie alles funktioniert, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, einfach Rechtsklick und dann da reinziehen. Er hat doch die Kiste weggenommen. Ja, warum nicht? Die steht ja da nur im Weg, das war ja nur übergangsweise. Unten rechts lädt sich dann deine Batterie auf. Da kannst du das dann sehen. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Dann haben wir jetzt Nachtsicht. Müssen wir mal gucken, ob das über Nacht reicht. Zur Not knallen wir noch zwei Batterien rein. Das ist ja nicht das Problem. Ich finde, wir sollten sowas wie Bahnübergänge haben. Ja, aber geht das denn? Nein. Ja, also. Hast du zufällig jetzt den einen Waggon repariert? Ich habe da einen Waggon und die Lok repariert, ja. Danke. Bitte schön. Weil ich hatte Crashs mit beiden Zügen. Ich weiß, aber ich habe nur den einen repariert erst mal. Cool, das steht soweit auch. Was können wir denn noch machen? Das machen wir ja auch schon. Sagen die Tierchen. Gibt ein paar. Denen fehlt es an etwas. Schwefelsäure, ach komm. Eigentlich dürfte es hier nicht an Schwefelsäure fehlen. 10 ist genug drin. Oh, Panzer sind scheiße. Grüne Chips sind das Problem. Die grünen Chips sind alle. Und das liegt daran, weil hier kein Kupfer mehr ankommt. Das liegt daran. Weil das Kupferband leer ist. Nee. Weil, warum kommt hier denn nicht so viel Kupfer raus? Kommt da denn weniger Kupfer raus tatsächlich? Ja. Eigentlich nicht, aber die Kupferdrähte sind halt wieder gerade, ne? Ich könnte natürlich sagen, weil wir jetzt durch die Forschung, die ganze Forschung, ich habe ja jetzt eine Forschung nach der anderen reingeknallt, dass wir dadurch einen erhöhten Kupferverbrauch hatten. Oh, Nachtsicht. Geil.